Hallo Zwilling, wie geht's? Ich bin Phoenix und ich bin sehr dankbar, wieder bei dir sein zu dürfen. Ich möchte gerne mit dir zusammen schauen, wie die Energie für dich für kommende Woche steht, ja? Schauen wir mal zusammen, Zwilling. Zwilling, momentan mach mich die Energie, bring mich zum Nachdenken, weil es gibt starke Synchronisierung wirklich für kommende Woche für mehrere Sternzeichen. Bei dir sogar Sternzeichen wieder könnte man hier bei dir sehen, wieder, aber auch Skorpion. Und ja, tatsächlich ist das so. Ist wichtig, ich finde es wichtig zu sagen, weil es kann mir auch eine wichtige Botschaft noch geben, ja, diese andere Sternzeichen. Aber die Synchronisierung ist da. Du hast, ja, Gefuerte, ne, oder? Wow, Gefuerte. Zwilling, was ist das? Ich bin ohne Worte, Zwilling, gerade. Du hast hinter dem Deck die Königin der Kerlchen. Aber, oh mein Gott. Du hast den König der Kerlchen auf dem Tisch. Ich meine, hinter dem Deck die Königin und als Energie für kommende Woche der König der Kerlchen. Zwilling, hier, das ist die Liebe. Das ist irgendwie die Liebe hier. Nenne mich verrückt. Aber ich meine jetzt, das ist die Liebe. Oder wie siehst du das? Und die sind beide so hübsch, oder? Also ich finde, sie sind beide so hübsch, beide, oder nicht? Die sehen so gut aus auf diesen. Also beide Karten synchronisieren sehr gut, klar. Wasserelement, logisch. Aber irgendwie, das sieht gut aus. Die sind sehr spirituell, beide Menschen hier. Sehr spirituell, sehr mit dem Universum verbunden, im Gleichgewicht. Also. Das ist die Intuition hier, das ist die Stabilität, emotionelle Stabilität. Das ist einfach, das ist die Liebe. Zwilling. Und jetzt schauen wir mal weiter. Nochmals, Sternzeichen wieder. Weil klar, die Liebe spricht jetzt nicht nur über Sternzeichen Fische, Skorpion oder Sternzeichen Krebs, ne? Das wissen wir ja, oder? Also, dass wir jetzt hier der König und die Königin der Kerlchen haben, heißt aber nicht, dass das nur für Fische, Krebs und Skorpion redet. Nein, das hier könnte auch für Sternzeichen Widder reden. Weil Sternzeichen Widder hat der König der Kerlchen wie du in der gleichen Stellung. In der gleichen Stellung wie du. Und du könntest perfekt mit Sternzeichen Widder eine Synchronisierung haben. Sicher. Oder sonst sogar mit Skorpion. Sternzeichen Skorpion zeigt sich natürlich hier, aber Sternzeichen Skorpion hatte auch eine interessante Energie gehabt, sogar Krebs. Tatsächlich ist das so. So ist es und so sage ich dir es auch. Du hast hier die Gedanken, also neunte Schwerter in der Mitte. Du hast erste Schwerter, neunte Schwerter und der König der Kerlchen. Der König der Kelchen ist voll in seinem Element. Der König der Kelchen ist wie ein Stein, bewegt sich vom Fleck nicht, lässt sich aus diesem Gleichgewicht gar nicht bringen. Und hier rede ich über eine Person,
die total in diesen Kontrolle ist von sich selbst, was die anderen irgendwie sagen, machen, tut das dieser Person gar nicht aus. Das ist eine Person in total Kontrolle über seine Emotionen. Ja, das ist der König der Kerlchen. Das ist der König der Kerlchen. Das ist Meditation. Das ist einfach eine starke Energie, die wir hier haben, Zwilling. Das kann jetzt hier sein, dass du mit so einer Person zu tun hast, natürlich. Oder du weißt auch, ob das deine Energie ist. Weil das müssen wir wissen. Wenn ich in diesem Selbstkontroll bin, von meinen Emotionen, das weiß ich. Ich spüre hier vielleicht einen Schluss, Zwilling, eine Person hat hier einen Schluss gemacht, eine Person hat hier eine Entscheidung getroffen, eine Person hat plötzlich jetzt Klarheit bekommen. So ungefähr, wow, wo war ich jetzt bis jetzt gewesen? Habe ich so lang geschlafen oder warum habe ich keine Klarheit gesehen? Vielleicht eine Person hat hier jetzt einen Schluss gemacht, und die Gedanken sind jetzt da, also man macht sich ja Sorgen oder Gedanken oder man kann nicht so gut schlafen. Ich denke jetzt über diese Person nach, so eine Energie ist hier. Interessant, du hast auf diesen Würfel Sternzeichen Stier, aber ich muss dir sagen, Sternzeichen Stier kommt für kommende Woche bei vielen Sternzeichen, weil, ja, interessant ist das schon, die Synchronisierung ist ja da. Gerade haben wir Neumond in Sternzeichen Stier. Und das merkt man. Augenblick bitte, Zwilling. Starke Energie hast du. Eine Person macht sich hier Gedanken, ja, das ist ja klar, oder? Ich meine jetzt mit dem neunten Schwert in dieser Position und so. Es ist ja natürlich klar, dass eine Person hier sehr stark sich Gedanken über eine Situation macht und ja. Ja, wenn die Energie redet, redet die auch. Ja? Also die Nummer 8, 8, 9 und 10 Schwerter. 10 Schwerter kam hier gerade bei Sternzeichen auch. Die Energie synchronisiert sich mit anderen Sternzeichen sehr stark, ja. Schau mal, fünfte Stäbe, achte Stäbe. Die Nummer 8. Du hast hier die Nummer 8, 8, 8, Zwilling. Ja? Die Nummer 8, 8, 8. Also, und hier die Nummer 1, muss ich dazu sagen. Also die Nummer 1 auf diesen Würfeln und Sternzeichen Stier. Aber du hast Wasserelement, wie du siehst. Aber auch die Nummer 8 ist sehr wichtig hier für dich, die Nummer 8. Sieben der Münzen, die Gedanken. Die Gedanken. Die Gedanken. Du hast in der Mitte 8 Stäbe. Zwilling, 8 Stäbe ist eine Energie mit sehr viel Kraft. Feuerelement. Ist viel Kraft. Und eine Schnelligkeit. Diese Energie ist schnell. Und wir reden über Kommunikation. Hier siehst du ein Flugzeug, einen Koffer, eine Reise. Eine Person, eine Handlung. Ich spüre fünfte Stäbe, achte Stäbe, sehr viel Feuer hier. Und der König der Kerlchen. Ja. Nochmals eine Handlung hier und eine Kommunikation, aber irgendwie Zwilling. Also, der König der Kerlchen in dieser Position ist mehr als interessant, weil irgendwie diesen König beeinflusst die ganze Legung. Für mich gerade, diesen König beeinflusst die ganze Legung. Weil der König, schaue dir diesen König an, damit du verstehst, was ich meine. Diese Person hat geschlossenen Augen, meditiert. Verbindet sich mit dem Universum, zeigt sehr viel Stabilität, emotionell gesehen. Und ich sehe hier schon Kommunikation, aber diese Person scheint nicht unbedingt sich zu bewegen. Ne? Das muss ich dir aber auch sagen. Warte mal kurz, wir schauen jetzt weiter. Zwilling. Du siehst ja,
Neunte Schwerter, erste Schwerter, achte Schwerter, zehnte Schwerter. Viele Schwerter auf dem Tisch. Luftelement bei dir, Zwilling. Und die Gedanken sehr stark. Aber dann Wasser auch. Luft und Wasser zeigen sich bei dir. Sehr stark sogar. Eine Kommunikation und eine Blockade. Zwilling. Eine Kommunikation und eine Blockade. Und die Meditation. Eine Person meditiert. Ich würde sogar sagen, das habe ich bei Sternzeichen wieder gespürt, sehr, sehr stark gespürt, aber bei Sternzeichen wieder heißt das auch. Ja, so ungefähr take it easy. Yeah? Take it easy, tatsächlich. Also, ich spüre bei dir auch die Meditation, Zwilling. Die Meditation. Schau, hier hast du eine Person. Hier zeigt sich eine nette Energie, freundliche Energie mit diesem König der Kelchen. Diese Karte spricht über eine Darmspiegelung. Darmspiegelung, ist das jetzt eine Operation und ist das hier ein Arzt? Ist der König der Kelchen in dem Fall hier ein Arzt und das ist eine Operation? Nein, das ist eine Person tatsächlich, die hier auch eine Entscheidung getroffen hat. Ja? Blumenstrauß. Eine Person möchte sich hier vielleicht versöhnen und kommt mit Blumenstrauß und alles. Diese Karte in der Mitte sagt, wenn ich ab heute mit dem Rauchen aufhöre, habe ich bis Ende des Jahres, bis zum Silvester, viel Geld gespart. Diese Karte spricht über Geld sparen, über Tabakrauch und das ist in der Mitte. Könnte ich für eine Gruppe von Sternzeichen Zwilling den Fall haben, dass wir hier mit dem Rauchen zu tun haben, ja, und dass man irgendwie vielleicht da sich entgiften möchte. Es könnte hier eine Entgiftung sein, auch hier ist ein Arzt, hier ist Tabakrauch oder Rauchen. Hier zeigt sich jetzt eine andere Person, Zwilling. Bereit für eine neue Welt. Kommunikation zeigt sich hier. Schau mal, du hast mit der König der Kelchen diese Karte. Und mit zehnte Schwerter diese andere Karte. Hier zeigen sich zwei Personen, Frau und Mann. Hier gibt es so eine Person. Interessant, ne? Diese zwei Karten zeigen sich. Und mit zehnte Schwerter aber zeigt sich diese Person, Zwilling, gell? Und mit dem König, schau dir diese Situation an, Zwilling. Der König und diese Karte, die sehen ähnlich aus. Schau mal, der König der Kelchen und diese Person. Irgendwie haben die beiden Karten eine Ähnlichkeit. Mit acht Kelchen, was mit einer Handlung zu tun haben könnte, eine Situation, die man verlässt oder ja, eine komplizierte Situation, gibt es hier eine Frau am Computer. Eine Person mit Internet, arbeitet über Internet. Internet ist die Verbindung hier. Warte mal kurz, bitte. Die Energie bei dir zeigt sich schnell mit acht Stäben in der Mitte, das muss ich schon sagen. Aber ich sehe kommende Woche hier nicht unbedingt eine große Veränderung in der Energie, weil der König der Kelchen nochmals ist fokussiert, würde ich sagen.
Qué fuerte, ¿no? Ja, sechs der Schwerter, drei der Schwerter, Königin der Schwerter. Es gibt hier einen Treubruch oder etwas in der Art. Treubruch oder Enttäuschung oder einen Schluss. Und dann drei der Kelchen, der König. Zwilling, die Energie ist natürlich interessant, weil du hast erstmal diese Kombination hier. Du hast diese Kombination. Das ist sechste Schwerter, drei der Schwerter und Königin der Schwerter. Das ist deine Energie, ja? Also Luftelement wie du. Zwilling, Wassermann, Waage. Aber hier gibt es schon einen Treubruch, ja? Eine Enttäuschung oder Treubruch, sowas in der Art. Eine Veränderung gibt es hier in der Energie. Das ist der Grund, warum der König der Kelchen, egal wer diesen König für dich ist, weil muss nicht immer Wasserelement sein in dem Fall. Wir haben ja vorher gesagt. Diese Person ist am Meditieren. Warum? Weil es gibt hier irgendeinen Zyklus hier, ja? Die Königin der Schwerter stellt sich auf eine Defensive und irgendwie die Gedanken hier sind, was Neues anzufangen. Ne? Schau mal, du hast der König der Münzen, drei der Kelchen und die Karte der Stern. Die Karte des Sterns spricht auch über eine Reinigung. Eine Reinigung, Heilung in der Energie. Ist eine positive Karte. Sternzeichen Wassermann zeigt sich tatsächlich. Wassermann. Du hast gerade hier ein König der Münzen und ein König der Kelchen. Ja, König der Kelchen, König der Münzen. König der Kelchen und König der Münzen. Warte mal kurz, bitte. Die Arbeit ist hier auch. Irgendetwas ist hier mit der Arbeit. Sternzeichen Skorpion, siehst du ja, die Karte der Tod. Ja, ich meine, Skorpion zeigt sich hier sehr stark bei dir. Siebente Stäbe, achte Stäbe. Nochmals sage ich hier, das Gefühl bei dir, Zwilling, ist, dass eine Person sich hier irgendwie auf eine Defensive stellt. Ich stelle mich hier auf eine Defensive. Die Königin der Kelchen, nochmals. Königin der Kelchen, Königin der Kelchen. Die Königin der Kelchen ist hier begleitet mit dieser Person und zehnte Schwerter, einen. Die Königin der Kelchen ist diese Person und Zehnte Schwerter. Zehnte Schwerter ist eine Ende irgendwie. Mit einer Person. Ja. Zwilling, Jungfrau zeigt sich, so wie du, Zwilling wie du. Genau. Ja, so ist das Leben. Ne? Also ich spüre hier ein Loslassen. Loslassen und es ist so. Ja, hier zeigt sich eine neue Person über Internet, Zwilling. Also hier sehe ich Internet und eine neue Person. Eine kleine Nachricht über Internet, also ich sehe eine neue Situation hier bei dir. Denn ich verlasse ja einen Konflikt. Ich verlasse einen Konflikt und ich habe hier eine neue Möglichkeit, bietet sich hier an. As de Münzen. Zwilling, es gibt hier so ein bisschen eine Übergangszeit bei dir. Ja, das ist irgendwie hier
eine Übergangsphase, eine Übergangszeit, einen Umzug, eine Reise. Ja, irgendeine komplizierte Situation ist hier, Zwilling. Ja, weil sechste Schwerter, dreite Schwerter. Die Situation hier ist nicht leicht. Es tut irgendwie weh. So ein bisschen könnten wir hier sagen, dass die Energie etwas weh tut. Aber Veränderungen sind ja nicht einfach. Veränderungen, wir wissen ja, niemand hat gesagt, es wäre einfach. Und das Leben eigentlich wird nie so richtig rosa Farbe werden, dass man sagt, irgendwann wird das Leben eine gerade Linie sein. Wir sind ja am Lernen und das Leben ist einfach nur sehr unterschiedlich immer. Ja, wir sind am Lernen und deswegen zeigt sich halt so eine komplizierte Energie hier. Es gibt hier so ein Gefühl. Aber es zeigt sich hier was Neues. Zwilling, der Ritter der Münzen. Es gibt hier was Neues, aber ich sage dir eine Sache, Zwilling. Ich denke, diese Karte kam bei Sternzeichen Steinbock rausgeflogen. Die Karte des Stern. Diese Karte zeigt sich bei dir gerade auch in dieser Position hier. Ich denke, wir reden hier über ein Loslassen, eine Reinigung in der Energie. Schaue bitte, du hast hier Wasserelement nochmals. Also ich würde sagen, bei dir zeigt sich Wasserelement. Besonders sehr stark hier bei dir, ne? Hast du gerade gesehen. Und hier ist wieder Ass der Kelchen. Eine Person, die sehr stark am Nachdenken ist, über einen Ass der Kelchen, über was Neues. Ja, was Neues. Diese Karte spricht wieder auch über eine Heilung. Dieses Selbst, ja. Diese Heilung, diese Selbstachtung. Und ja, die Karte der Fassade. Ja, man spiegelt sich sehr wahrscheinlich auch mit einer anderen Person. Eine Person bekommt hier Klarheit und Licht, Zwilling. Eine Epiphanie. Ich bekomme eine Epiphanie hier. Kommunikation kommt. Das ist eine Nachricht, eine Kommunikation, aber das sehe ich bei dir. In der Mitte mit achte Stäbe. Achte Stäbe deutet auf viel Kommunikation eigentlich über Internet. Viel Kommunikation über Internet. Könnte mit der Arbeit zu tun haben. Oder die Arbeit ist die Verbindung irgendwie. Ja, zeigt sich nämlich auch. Zeigt sich hier auch. Du hast Ass der Münzen auf den Tisch. Für mich spricht das hier was Neues. Zwilling ist halt interessant, gerade weil die Energie ist halt interessant mit diesem König der Kelchen in dieser Position. Ist extrem interessant. Deswegen sage ich, bei Sternzeichen wieder ist die gleiche, den gleichen König und es könnte möglich sein, dass wir hier doch eine Synchronisierung haben. Ist halt interessant und dann überhaupt Skorpion. Diese zwei Sternzeichen sind bei dir hier wichtig. Ich spüre hier Veränderungen in der Energie, Veränderungen einfach. Entscheidungen, die ich treffe, ja, und eine Übergangszeit, aber einen Loslassen und vielleicht sogar was Neues. Die Karte des Sterns deutet immer auf die Zukunft und was Neues. Die Veränderungen sind da bei dir. Ich kann es nicht anders sehen. Veränderungen sind hier. Ja? Sogar, dass ich was Neues nochmals, was Neues anfange. Ja. Zwei der Kelchen und vier der Stäbe. Das spricht schon über eine wichtige Seelenverbindung. Diese Seelenverbindung haben wir ja hier mit dieser Königin der Kelchen und König der Kelchen. Die Verbindung ist ja da. Die Seelenverbindung ist da. Und eine Entscheidung irgendwie wurde hier getroffen. Ich denke, weil das spricht ja auch über das, was schon geschehen ist. Eine Person hat hier eine Entscheidung getroffen und irgendwie. Deswegen diese Meditation. Ich bin am Nachdenken.
Ich lasse los. Ich lasse los. Ja. Erzengel Michael sagt, gesteh dir die Wahrheit ein und handelt entsprechend. Ja. Gesteh dir die Wahrheit ein und handelt entsprechend. Und lass dir Zeit mit der Entscheidung. Lass dir Zeit mit dieser Entscheidung. Und interessant ist diese Karte, die heute auch schon mal gekommen ist. Diese sprichst du Seelenpartnern auch. Und deswegen sage ich, du hast hier schon eine wichtige Seelenverbindung, Zwilling. Die wichtige Seelenverbindung zeigt sich. Königin und König der Kelchen. Ich meine jetzt. Ist das extrem wichtig? Das wäre extrem wichtig, wenn zwei Menschen vorbereitet sind. Aber wenn zwei Menschen nicht vorbereitet sind für eine Situation, ist kompliziert. Ja, wenn zwei Menschen nicht vorbereitet sind, ist es kompliziert. Und die Energie zeigt sich auch kompliziert. Ja. Zwilling. Ich habe gerade an Sternzeichen Waage gedacht. Vielleicht hast du mit Waage eine Synchronisierung. Also hier reden wir bei dir über Loslassen. Reinige deine Energie, lasse los. Und diese Karte, die Karte des Sterns nimmt immer etwas Zeit, ja. Weil man muss hier heilen, man muss heilen, man muss vorbereitet sein. Man muss die Energie reinigen. Und dann kommt, dann irgendwann kommt das Universum und entscheidet, ob wir doch vorbereitet sind oder nicht. Es kommt natürlich immer darauf an, welche Lektionen wir hinter uns haben und so weiter. Und das Universum bestimmt am Ende, du bist jetzt vorbereitet oder du musst noch warten. Und so ist es. Es liegt an unsere Heilung, wie wir reinigen, wie wir heilen. Ja, es liegt an uns. Wenn eine Energie sich langsam zeigt, es hat immer mit uns selbst zu tun. Also in unserem, von uns, also wir sind durch unseren spirituellen Weg bedingt. Ja, wir sind bedingt. Und die Schwingung, unsere, ja. Und ja, die Energie kann natürlich immer viel Zeit nehmen, weil eine Heilung, eine Reinigung ist nicht eine Sache von ein paar Monaten. Eine Reinigung nimmt natürlich einige Jahre. Das ist wahr. Menschen haben es immer eilig, aber das ist nämlich nicht realistisch. Eine Heilung kann über auch 5 Jahre reden, natürlich. Gute 5 Jahre reden. Ab dem Moment, wo wir eine Situation abgeschlossen haben. Ab dem Moment 5 Jahre. Ich würde sagen, ja. Ich sage es jetzt nur für die Menschen, die gerade jetzt in eine komplizierte Sache kommen, also gerade jetzt und denken, in 6 Monaten werde ich die... Eine Heilung nimmt Zeit und das ist die einzige Wahrheit. Die einzige Wahrheit ist das. Ich spüre hier bei dir eine Situation, eine Veränderung ist hier. Veränderungen auf jeden Fall. Und das Gefühl, dass man hier am Loslassen ist. Ja. Zwilling, ich wusste nicht, was ich dir hier noch alles sagen könnte, weil ist interessant. Die Energie ist etwas, sogar etwas geheimnisvoll mit der König der Kelchen in dieser Position und am Meditieren. Also, wenn ich dir ehrlich bin, die Energie zeigt sich schon etwas mysteriös. Weil jetzt müssen wir schauen, weil kommende Woche vorerst, diesen König macht hier gar keine Bewegung. Das ist die Sache. Und nochmals, schaue dir Sternzeichen wieder an. Die gleiche, irgendwie die König in der gleichen Position wie bei dir. Aber du siehst ja, du hast auch einen König der Münzen hier. Ja, Steinbock zeigt sich, ja. Steinbock, Stier, Jungfrau. Diese Energien zeigen sich einfach, ja. Und von da aus, ich spüre hier Entscheidungen, ja. Und Erzengel Michael sagt ja, Zwilling, lass dir halt Zeit mit dieser Entscheidung, lass dir Zeit. Wird es auch so wohl sein, weil ich meine, das ist einfach so. Und gesteh dir die Wahrheit ein. Also, ja, realistisch bleiben, sich die Wahrheit gestehen und entsprechend handeln. Ja. So ist es.
Zwilling, interessante Energie ist das schon. Ja, es könnte hier die Arbeit sein auch. Die Veränderungen sind da. Also das wäre das Gleiche ungefähr. Es gibt hier schon sehr viel Stabilität bei dir auch zu spüren. Zwilling, du hast hier 4 der Münzen, Ass der Münzen, König der Münzen, Ritter der Münzen. Ich spüre hier kein Problem, was mit den Finanzen oder das. Ich spüre hier gar kein Problem. Ja? Oder sage ich jetzt mal so, Zwilling, deine Energie zeigt sehr gute Vorzeichen. Ja, das ist die Karte der Sterne. Diese Situation wird durch einen Stern, auch einen guten Stern, geführt. Es gibt schon hier eine Führung und ich spüre eine positive Energie, Zwilling. Die Energie zeigt sich schon positiv. Also so ist es auch nicht. Aber die Veränderungen sind da. Die Veränderungen, weil du dich in einer Übergangszeit befindest. Das ist, was ich meine. Du befindest dich in einer Übergangsphase hier. Ja. Und das nimmt Zeit. Das ist erstmal nimmt Zeit. Ja. Und nochmals das Gefühl, dass eine Person eine Situation einen Schluss macht. Ja, ich mache hier einen Schluss. Ich setze Grenze und ich mache hier einen Schluss. Denn Grenze setzen sieht man bei dir. Grenze setzen sieht man hier bei dir. Ja. Und dass man irgendwie die Energie ist langsam. Ja, die Energie zeigt sich ja langsam. Aber die Gründe habe ich ja genannt. Das ist einfach so. Also, Zwilling, interessante Energie. Minimum interessant, weil nochmals, du hast eine starke Synchronisierung mit anderen Sternzeichen und anderen Sternzeichen mit dir. Logisch. Und die Energie ist erstmal interessant halt, weil die Meditation ist da, die Gedanken sind da, auf jeden Fall die Gedanken bei dir. Luftelement, ich meine, wir sind ja im Luftelement, das ist in die Gedanken und die Gedanken sind hier bei dir. Ja, die Gedanken sind da. Ja. Ich danke dir für deine Likes und deine Abos. Dankeschön. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und wir sehen uns bald, Zwilling. Dankeschön. Tschüss.